Der nächste Tag der Showdown-Woche in FIFA ist angebrochen und auch heute gibt's wieder natürlich eine neue Showdown-SBC. Wie immer gibt's jetzt den kurzen und knackigen SBC-Check. Heute mal wieder nur in Footbin. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Nächstes Mal dann wieder anders. Um wen geht's? Es geht um das Spiel City gegen Newcastle und um die Karten Stones und Murphy. Erstmal vorab, das Spiel ist am Samstag um 13.30 Uhr. City empfängt hier Newcastle. Man sieht City zuletzt deutlich besser drauf. Newcastle ist gut in die Saison gestartet. Jetzt schwächen sie ein bisschen. City hat das Heimspiel und ich würde auch sagen, dass City klarer Favorit ist. Also bekommt Stones schon eher das Plus 2 Upgrade. Schauen wir uns Stones auch mal direkt an. 3-4 sind für einen IV relativ gut sogar, finde ich. 1,88 Meter. Dazu hoch, jetzt nicht perfekt. Tempo, da könnte er schneller sein. Gerade der Antritt ist nicht ganz so gut. Das Passen ist in Ordnung. Er kann relativ gut dribbeln für den IV. Da gibt es deutlich schwächere. Defense ist top. Überall 88. Dazu ist auch die Physis in Ordnung. Aber auch nichts ganz Krasses. Also es gibt auch Karten, die zum Beispiel eine 90er Stärke haben. Abgeben muss man hier ein Team. Und zwar mit einer 86er Teambewertung und einem Inform. Also gar nicht mal so wenig. Man zahlt hier so circa 160.000. Schauen wir uns hier mal die Alternativen an. Zum einen haben Ake bestimmt viele damals bei den Tokens mitgenommen. Der ist vom gleichen Verein und hat auch einfach super ähnliche Werte. Der kommt schon echt ran an Stones. Weiter gibt es mit Guei. Der ist ein bisschen günstiger mit nur knapp 60.000, hat aber auch ziemlich ähnliche Werte. Ist besser bei der Defense, muss man ganz klar sagen. Und hat halt auch England als Nation. Auch Engländer ist Ben White für knapp 100.000. Auch wieder ähnliche Tempo-Stats. Sehr ähnlich bei der Defense und auch bei der Physis. Auch den kann man echt gut zocken. Und noch ein bisschen offensiv stärker fast mit dem guten Dribbling-Stats, muss man sagen. Shaw für nur 64.000. Auch der kommt, finde ich, daran. Und auch ein normaler Van Dijk ist immer noch echt stark, auch wenn er den Antritt nicht hat. Gerade auf der Next-Gen Van Dijk einfach richtig gut. Also ich finde, hier gibt es echt einige Alternativen. Klar, wenn Stones das Upgrade bekommt, ist er vielleicht besser als die alle. Trotzdem rechtfertigt das nicht unbedingt den Preis. Dann noch zu Murphy, das ist eine recht interessante Karte, der kann RM, RAV und rechter Flügel spielen, hat 4-4, Hochmitte, das ist in Ordnung, ist relativ schnell, der Schuss ist jetzt nicht ganz so gut, gerade der Abschluss, finde ich, reicht nicht, um ihn einfach vorne auf dem Flügel zu zocken, die Passsets sind in Ordnung, aber auch nichts Krasses, die Dribbling-Sets sind okay, könnten aber besser sein für einen Flügelspieler, dazu kann er halt noch verteidigen. Und die Physis ist auch noch in Ordnung, hier vor allem die Ausdauer. Die Karte ist, finde ich, schwierig einzuordnen. Am ehesten würde ich ihn in der 5er- oder 3er-Kette sehen. Da läuft er dann die Linie runter mit seinem Tempo, mit seiner guten Ausdauer und den guten Dribbling-Stats. Könnte dann auch noch schießen und kann halt verteidigen. RV kann er halt von der Position nicht spielen, könnte aber, finde ich, mit den Werten. Und sonst kann man ihn in-game auf die 8 stellen. Ideal ist das hier aber in meinen Augen nicht wirklich. Abgeben muss man hier zwei Teams, aber insgesamt weniger, nämlich ein 85er Team und ein 82er Team. Man zahlt hier ungefähr 120.000. Einsetzbar auf beiden Flügeln ist zum Beispiel Jungberg, der hat ähnliche Stats, auch mit 4-4. Deutlich besser beim Schießen, kann halt nicht verteidigen, aber rein offensiv gesehen ist er besser. Das geht auch für Gordon, den kann man sich ja aktuell erspielen. Der hat im Vergleich halt 5 Sterne Weak Foot, was echt big ist, und auch deutlich bessere Offensivstats. Eine Review zu dem kommt demnächst auf unserem Kanal online. Lasst gerne ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Auch in Carvalho kann man auf dem Flügel zocken. Auch den finde ich mit 66.000 einfach besser. Einige von euch haben sicherlich auch die World Cup SBC gemacht. Der hat auch so einen gewissen Preis gehabt, hat aber auch echt starke Stats. Da braucht man dann wahrscheinlich noch einen Murphy. Und einer, der auch noch verteidigen kann, ist Trippier. Den könnte man auch in der 5er-Kette einsetzen. Oder in-game auf der 8. Also der kommt auch an die Werte ran. Den haben damals bestimmt auch viele für die nur 2 Tokens mitgenommen. Ich finde, Stones könnte man machen, gerade weil er halt das Upgrade wahrscheinlich bekommen wird. Dann hat er ganz gute Stats, wobei es in meinen Augen auch sau viele Alternativen gibt, die ich eben gerade genannt habe. Bei Murphy sind wir uns, glaube ich, einig, dass man den eher lässt. Da gibt es genug Alternativen. Die Karte bekommt das Upgrade wahrscheinlich nicht und die sieht auch nicht wirklich gut aus. Also Stones könnte man machen, bekommt von mir aber auch eher ein Lassen, Murphy sowieso lassen. Was ist deine Meinung? Ganz wichtig, schreib das jetzt gerne noch in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video.